Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Reviews. Ich habe hier heute die Lippenbutter von Labello und zwar vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Das war so ein Set, Lippenbutter Set 4er und ja, die will ich heute einfach mal alle ausprobieren. Es gibt hier die verschiedenen Geschmacksrichtungen, also alle hier in diesem schönen kleinen Säckchen, das war mit dabei. Es gibt die Geschmacksrichtung Vanille Macadamia. Sehr vielversprechend, finde ich. Dann gibt es Blueberry Blush. Dann Lippenbutter Original, also anscheinend so eine neutrale Lippenbutter. Und die Lippenbutter mit Raspberry Rosé. Also Himbeer-Rosé. Mhm. Sehr interessant. Und hier mit dabei war noch so ein Teil, das einzigartige Lippenbuttergefühl, Lip-Butter-Gefühl. Einfach so ein kleines Werbekärtchen war da mit drin. Hier hinten steht auch nochmal drauf, welche Inhaltsstoffe da sind. Und diese Lippenbutter ist von Beiersdorf. Und Beiersdorf und auch gerade Labello, da hat man auch schon viel von Tierversuchen gehört. Also ganz frei von Tierversuchen sind die wohl leider nicht. Und ja, ich will sie trotzdem heute mal testen. Ich habe auch viel Gutes darüber gehört und will die heute mir einfach mal etwas genauer ansehen. In diesen Lippenbutter-Dosen ist jeweils 16,7 Gramm drin, beziehungsweise 19 Milliliter. Und das sind kleine Blechdosen, die man eben so wieder verschließen kann. Es ist eigentlich so ähnlich wie so eine Nivea-Cremedose. Und ich habe schon die erste jetzt aufgemacht. Man sieht hier die Lippenbutter drin, leicht rosa und eine ganz glänzende, glatte Oberfläche. Ich rieche mal. Und es riecht richtig stark nach Himbeere und riecht wirklich richtig lecker. Also man hat schon fast Lust davon, das zu probieren. Ich öffne mal die nächste. Das ist die Lippenbutter Original. Weiß wie Nivea Creme. Und riecht nicht wie Nivea Creme, sondern erinnert mich jetzt so ja so einen neutralen Standard Labello, also diesen ganz klassischen Labello mit dem blauen Deckel. So riecht das für mich, allerdings so ein bisschen duftiger. Schwer zu beschreiben, also es riecht jetzt nicht nach was Bestimmtem, sondern einfach so ein neutraler, aber relativ angenehmer Duft. So, jetzt habe ich als nächstes die Lippenbutter Blueberry Blush und die sieht eigentlich so ähnlich aus wie die Rosé, nur etwas lilaner und ich bin sehr gespannt, wie die jetzt riecht. Wie Blaubeere. Einfach ein ganz angenehmer Blaubeergeruch. Und die letzte, Vanille Macadamia. So, die riecht ein bisschen wie Vanille. Macadamia rieche ich jetzt nicht unbedingt raus. Ja, riecht angenehm. Aber ich hätte sie mit so ein bisschen, so diese fruchtigen riechen so ein bisschen frisch. Und diese riecht so, so wie so ein bisschen, ja, ist schwer zu beschreiben. Erinnert mich schon direkt an so ein Fett irgendwie. Also es riecht jetzt nicht so erfrischend, aber trotzdem angenehm. So die vier Lippenpflegebutter habe ich jetzt hier. Und die Eva, die hat schon auch eine von diesen Lippenbutter-Döschen und die hat mir gesagt, dass bei warmem Wetter, dass die komplett geschmolzen ist. Also damit muss man wirklich vorsichtig sein. Auf keinen Fall in die Sonne legen, weil wenn die erstmal einmal geschmolzen ist und man die dann aufmacht, dann ist die auch ganz schnell, läuft die aus oder hat dann, also man verliert davon etwas oder man versaut sich auch die Tasche von innen. Mir ist auch schon mal ein anderer Lippenpflegestift in der Tasche ausgelaufen. Also damit wirklich vorsichtig sein mit der Wärme. Ich will die jetzt alle auch mal einmal ausprobieren.
Jetzt mache ich mal hier den Start mit der Raspberry Rosé. Fühlt sich sehr schmierig und angenehm an. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Konsistenz etwas härter ist. Wenn ich hier drüber gehe, ist es richtig wie so eine Creme schon fast. Ich dachte, es wäre jetzt richtig so hart wie so ein Labello oder wie so ein, ja, wie so ein Lippen, ja, so eine andere, also Lippenpflege, die ich sonst so kenne. Und diese hier, da kann ich jetzt eigentlich, wenn ich möchte, richtig so ein bisschen mir so aus der Lippendose hier rausholen. Richtig wie bei so Creme. Und ich mache mir das mal auf die Lippen. Und es fühlt sich sehr schmierig und fettig an. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen viel genommen. Aber schon relativ angenehm. Also ich bin mir jetzt sicher, ich habe wirklich ein bisschen zu viel von der hier genommen. Man muss das nur ganz leicht auftragen. Aber man hat auch direkt einen ganz angenehmen Himbeergeschmack. Also das merkt man direkt, das riecht man und man hat auch so einen leichten Himbeergeschmack. Also die gefällt mir geschmacklich sehr, sehr gut. Eine Farbe gibt die eigentlich nicht ab. Ich kann es auch noch mal auf der Hand zeigen. Vielleicht einen leichten Schimmer, also dass man leicht schimmerige Lippen hat. Aber keine Farbe oder kein besonders starker Glanz. So, die nächste ist an der Reihe, die Lippenbutter Original. Und da nehme ich jetzt nur ganz wenig. Hier, von der anderen hatte ich ja so viel genommen. Aber von der Konsistenz ist die genauso. Ich könnte jetzt hier, wenn ich etwas stärker drücke, auch direkt so eine ganze Menge rausholen. Also man muss da nur ganz vorsichtig mit dem Finger rübergehen. Ich zeige es auch mal einmal hier auf der Hand. Das ist auch einfach nur wieder so ein leichter Schimmer. Und auf den Lippen, anders als Labello. Also ich habe ja eben gesagt, riecht so wie der neutrale Labello. Aber wenn man sich das auf die Lippen macht, fühlt es sich einfach schmieriger und von der Konsistenz so ein bisschen fettiger noch an. Ist ja eben auch Lippenbutter, also erinnert mich auch wirklich von der Konsistenz so an Butter. Vom Geruch, ja, relativ neutral, schon leicht duftig, aber kann man jetzt eigentlich nicht so genau definieren, welcher Duft das ist, aber ein angenehmer Duft. Und dann komme ich schon bei der nächsten an, bei der Blueberry Blush. Ich mache erstmal wieder ein bisschen hier auf die Hand. Und auch da leichter Glanz, leichter, ja, gesunder Glanz, aber kein besonderer Schimmer. So, und das mache ich mir auch auf die Lippen. Und es schmeckt direkt richtig stark nach Blaubeere. Das schmeckt man wirklich richtig raus. Angenehm, also von der Konsistenz sind die eigentlich alle sehr, sehr ähnlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist. Es ist ja alles die gleiche Lippenbutter, eben nur mit verschiedenen Geschmäckern und leicht anders eingefärbt. Ich muss aber sagen, dass ich die schon angenehm finde. Wirklich, wenn man sich das auf die Lippen schmiert, habe ich ein gutes Lippengefühl. Jetzt bin ich schon bei der letzten Butter hier angekommen. Und anfangs hatte ich mir davon am meisten versprochen, so vom Vanille-Macadamia-Duft dachte ich, das ist wirklich was ich auch gerne mag, Vanille. Aber eben als ich daran gerochen habe, fand ich es doch nicht so angenehm riechend. Jetzt mache ich mir das mal auf die Lippen. Und hat nicht so einen intensiven Geschmack direkt wie die anderen. Also bei Himbeer und bei Blaubeere habe ich direkt so rausgeschmeckt, was es ist. Also hier fühlt sich jetzt einfach auch wie eine Lippenpflege an, aber nicht so, dass man direkt das Gefühl hat, oh, das ist auf jeden Fall Vanille oder Macadamia. Ja, ich habe jetzt alle einmal ausprobiert und ich muss sagen, dass mir die Himbeer und die Blaubeer am besten gefällt. Also ich mag das total gerne mit diesem Fruchtigen und die waren beide total angenehm. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welche von den beiden ich besser fand. Also beide sehr, sehr angenehm. Das heißt nicht, dass ich die beiden nicht auch gut finde. Also die haben mir auch gut gefallen. Ich glaube sogar die neutrale noch besser als die Vanille Macadamia, aber auch die hat mir auch nicht schlecht gefallen. Gut haben mir alle gefallen, aber wenn ich mich jetzt für eine von allen entscheiden muss, entscheide ich mich, glaube ich, für die Blueberry. Himbeer finde ich auch gut.
Danach dann die Originale und Vanille Macadamia. Zwar zum Schluss, aber auch nicht schlecht. Vielleicht habt ihr ja die Blippenbutter von Labello auch schon mal benutzt und habt Lust, in die Kommentare zu schreiben, welche eure Lieblingssorte ist und ja, welche ihr schon ausprobiert habt, ob ihr damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habt. Man kann es ja auch manchmal nicht direkt so am Anfang sagen. Ich habe zwar jetzt ein angenehmes Lippengefühl, aber wenn man Lippenpflege häufiger benutzt, ist es bei mir oft so, dass die Lippen dann eher noch trockener werden. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr die Lippenbutter von Labello? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und welche ist eure Lieblingssorte? Da bin ich wirklich gespannt, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Da freue ich mich total drüber. Und dann schaut auch unsere anderen Videos. Ich habe ja wirklich mittlerweile viele, viele Lippenpflegestifte und Lippenpflege getestet. Vielleicht ist da auch für euch noch was dabei. Vielleicht wollt ihr einfach mal reinschauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich über ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!